Ja. Bro, iPhone 15 Pro Max, das kostet 2000 Euro. Okay, ja, 10. Du hast alles gegeben. Ein Hundewelt. Hä? Was? Ey, übertreib nicht, Leontin. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute mit Leontin am Start. Moin, moin. Burger Pommes. Burger Pommes. Genau, Leute. Und zwar darf heute Leontin 24 Stunden alles bestimmen, was wir machen oder was ich machen muss. Ey, ich werde dich so auseinandernehmen. Ey, Leontin, Alter, bitte übertreib nicht, ne? Und bitte auch nicht zu viel Geld ausgeben heute. Ich habe schon da was echt Krasses. Wir gehen jetzt in den Candy Store. Und weißt du, wie viele Sachen ich mir da aussuchen darf? Ich darf mir da alles aussuchen. So, Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Und Leute, ihr seht, wir haben erst 10.30 Uhr morgens. Leontin, man kann doch nicht morgens schon Süßigkeiten essen. Oh doch, ich möchte Prime. Okay. Alter, aber das ist aber 18. Ja, ja, ich weiß, aber darfst du trotzdem. Ja! Okay, let's go, Leute, wir fahren in Candy Store. Burger Pommes! Burger Pommes! So, Leontin, Alter, wir sind jetzt hier angekommen, Leute, beim Uncle Woody's in Ludwigshafen, Leute. Und ihr seht schon die ganzen Takis. Leontin, ich würde sagen, du darfst in einer Minute so viel kaufen, okay, wie du tragen kannst. Und ich kann dir auch helfen. Du musst mir die Sachen dann geben, die ich tragen soll. Ja. Hast du Bock? Ja. Okay, 3, 2, 1, let's go! Eine Minute, Leontin! Oh mein Gott, direkt die Takis hier. Okay, let's go. Oh, schnell, schnell, schnell. Und vergesst nicht den Prime-Gleis. Wow. Okay, ich helfe dir, Leontin. Zack, zack. Wow, Alter, die haben ja richtig viele Prime-Sorten hier am Start. Okay, Leute, ich heb das direkt auf. Das geht auch noch rein. Du kannst gerne schon mal ablegen. Leontin geht hier direkt. Oh, die, Alter, die Zombie-Takis, die habe ich noch nie gegessen. Okay. Okay, Alter, das ist ein bisschen arg viel, aber okay. Machen wir, Leontin. Ja, ja, okay. Oh mein Gott. Nimm noch schnell ein paar Prime und dann sind wir durch, Leontin. Komm. Zack, 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 zack. Und Prime, Prime, Prime. Let's go, let's go, let's go. Oh. Okay. Und die Zeit ist abgelaufen. Okay. Leute, oh nein, oh nein. Okay, Leontin, du hast alles gegeben. Leute, wir bezahlen jetzt mal ganz kurz und räumen natürlich hier nochmal den Rest auf. Alter, Leontin hat richtig Gas gegeben, Leute. Mal schauen, was das alles kosten wird. Ey, Leontin, ey, was hast du getan? Das wird so teuer, Alter. Ich hab gar nichts getan. Du hast gesagt, alles, was ich will. Du hast nicht gesagt, wie viel. Ja, okay, du hast recht, Leontin. Alter, der Tag wird so teuer für mich, Leute. Mann. Leontin, ich sag dir ehrlich, Alter, 239 Euro, obwohl wir schon Rabatt bekommen haben. Alter, du hast mich richtig auseinandergenommen. Wir sind im ersten Laden erst. Alter, Leontin, Mann. Leontin, würdest du auch sagen, hier dem anderen Kollegen können wir noch mal ein paar abgeben auf Ehre? Ja, komm. Komm, Ehrenaktion hier. Kriegst du noch mal geschenkt. Ey Leute, schaut mal, Leontin kann das kaum hier tragen, die ganzen Tüten. Leute, ich habe auch noch eine. Ich habe so viel Zombie-Dinger genommen. Auf Ehre noch, weil mein Freund morgen kommt. Oha, das ist geil. Ey Leontin, lass die mal draußen alle wegfetzen, ja, oder? Let's go! So Leute, Alter, schaut mal, der ganze Tisch ist hier voll mit Süßigkeiten. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, immer noch? Ja. Ey, Alter, Leontin, du hast mich so auseinandergenommen. Aber Leute, ich habe noch nie diese Zombie-Takis probiert. Die will ich jetzt unbedingt testen, Alter. Die sind richtig krass gefährliche. Leontin, aber die musst du nicht essen, oder? Du musst die essen. Hä, wirklich? Die hier? Ja. Digga, die haben so einen Totenkopf, Alter, Leontin. Oh mein Gott. Ja, okay, erstmal. Fess mal die weg, richtig, die Zombie-Takis, Leute. Die will ich auch gleich probieren, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind grün. Boah. Oh, zeig mal, wie die riechen. Riech mal. Lol, die sind geisteskrank. Gib mir mal noch so ein Mario-Teil. Okay, Leute, das machen wir hier einmal auf für dich. Oh mein Gott, Leute, grüner Zombie-Taki. Okay, Leute, ich bin richtig gespannt, Leontin. Let's go. Komm, ich nehme gleich mal erster. Ja, okay, komm. Schere, Stein, Papier. Haha, du musst. Oder wenn du bestimmst, dann kann ich auch erst. Nein. Okay, Leontin zieht durch, Leute. Erstmal ein bisschen weniger. Hä, sind die so scharf? Oh mein Gott, Leute, Leontin ist, glaube ich, richtig am Kämpfen. Okay, Leute, komm, ich zieh direkt durch, Alter. Ich fetze eine ganze Packung. Hier so eine. So, die Packung? Ja. Okay, dann gib mir mal die Packung. Alles wegfetzen. Aber schmeckt ekelhaft. Leute, wir haben einfach mal hier. Oh mein Gott. Ey, Bro, ich habe die noch nie gesehen, die Zombie-Takis bisher. Fetz das mal richtig weg. Mmh. Wow, wow, wow! Alter, sind die scharf, Digga! Und die sind ja voll am Struggeln. Boah, Leute!
Kurz mal Mund ausspülen. Boah, Alter, da schwimmt sowas komisches drin, so ein Ball. Und let's go. Ist es okay? Ist okay. Und? Boah, nee, oder? Das ist mir ganz komisch. So ein bisschen nach Erdbeer mit Kohlensäure. Wie es kennt, probier's mal. Ey, dann wird die dein Mund ein bisschen sauer. Oha! Ey, ich finde das übelst geil. Ey, ich probier jetzt das hier. Okay. Habt ihr das auch gesehen, wo man da so reinbeißen muss? Wow! Einfach reinbeißen. Wow! Und schmeckt gut. Ja. Ich probiere jetzt noch als letztes diese ultra scharfen Chips. Ihr seht schon, da sind ganz viele Warnhinweise drauf. Ich hoffe, dass die nicht so scharf sind wie der Hot Chip. Und. Glaubst du, die sind jetzt offen? Warte mal. Warte, ja, warte mal. Okay. Hat's funktioniert? Ja, jetzt hat's funktioniert. Oh mein Gott, das riecht so ekelhaft. Bro! Bah, die stinken voll. Stinken nach AA. Ja, komplett, ne? Aber nach ganz, ganz, ganz alter AA schon. Und? Oh! Oh! Digga, sind die scharf, Mann! Oh! Spaß, die waren gar nicht scharf. Hey! Okay, Leontin, was machen wir als nächstes? Ich hab gesehen, dein Buch ist im Buchladen. Ja. Ich möchte, kannst du mir das vielleicht auch kaufen? Boah, mein Buch kaufen? Ja. Ja, okay, also eigentlich gibt's das noch gar nicht, Leute. Das kommt erst ab 2.11. Aber Leontin, es gibt hier einen geheimen Buchladen, der hat das schon, okay? Da kaufe ich das dir. Hä? Aber ist doch gar nicht mal draußen. Ja, aber in einem Laden gibt's das schon. Ist das letzte? Ja, das allerletzte, glaube ich. Oh. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt hin und kaufen Leontin das Buch. So, Leontin. Ja? Du wolltest dir noch mal was verschenken, oder was? Ja. Oha, Ehre. Let's go. Hier werden noch Takis verschenkt. Oha, Leontin Ehrenmann, schreibt es alle in die Kommentare. Leute, Leontin verschenkt hier die Süßigkeiten. Das ist für euch, die Zombie-Takis. Hallo, Hölle. Ah, ich hab dich ja, genau. Du ein Foto ja, klar. Oh mein Gott. Und ihr bekommt noch ein paar Zombie-Takis heute auf Ehre. Von Leontin den Ehrenmann. Die drei Mädels wollen noch jemanden grüßen, und zwar? Apache 207, meine Familie und meine ganze Klasse 6D. Okay. Grüße an meine ganze Familie, an Aylida und auch meine ganze Klasse 7D. Grüße auch an meine Familie und in meine Klasse 7A. So Leute, wir verschenken hier noch ein paar Süßigkeiten gerade auf jeden Fall. Könnt euch einfach mal ein paar Sachen rausnehmen, Jungs und Mädels, ne? Gute Taten auch noch mal hier heute. Ey Leute, Leontin ist voll der Star, schaut mal. Der macht schon mehr Fotos als ich, Alter. So Leute, wir gehen jetzt hier in den Buchladen, und zwar in den Thalia. Wie gesagt, eigentlich kommt das Buch erst am 2.11. raus, aber wir schauen mal, vielleicht gibt es hier wirklich jetzt schon. Boah, Leontin, schau mal, das ist hier bei den Bestsellern auf Platz 1 einfach mal bei Spannung. Oha, willst du dir nehmen? Zack. Leute, oh mein Gott, Alter, Leontin, jetzt hast du mein eigenes Buch. Ey, willst du das geheime Wasserrutschen-Video dann auch gucken? Ja. Oha, ihr seht dein geheimes Video. Das schaut Leontin gleich, glaube ich, erstmal an auf jeden Fall. So, Leute, Leontin hat jetzt mein eigenes Buch gekauft. Alter, ich habe es natürlich bezahlt, Leute. Auf jeden Fall, ich hoffe, das wird dir gefallen. Du kannst ja mal durchlesen, ne? So, Leontin, was machen wir als nächstes? Game Shop. Game Shop, okay, komm, wir gehen in den Game Shop, Leute. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt zur Kasse und bezahlen mal das Minecraft-Schwein. So, Leute, wir packen jetzt erstmal hier das Schwein aus, auf jeden Fall. Ich nenne es Malu. Okay, Leontin nennt es Malu auf jeden Fall. Warte, weil es nie geht. Wow. Oha, Alter, Leute, da ist auf jeden Fall Malu. Wow. Alter. Boah, der ist richtig weich. Ey, Leontin, glaubst du, der überlebt den Sturz von hier oben? Wow, oh mein Gott, nein, das Schwein, Leute. Oh nein, wir müssen es retten, schnell. Wir müssen es retten. Okay, nimm mal die Packung mit. Schnell, Leute, wir müssen das Schwein retten. Nein. Wow, oh, hat er überlebt oder nicht? Er hat überlebt. Zeig mal. Oh, Alter, zum Glück sind noch alle Hufen dran. Okay, Leontin, weiter geht's jetzt. Okay, Leontin, was machen wir als nächstes? Ab zum Mediamarkt in Mannheim. Echt jetzt, Mediamarkt? Ja. Oh nein, ey, ich hab Angst, Alter. Immer wenn ich Mediamarkt höre, Leute, blutet mein Geldbeutel. So, Leontin, wir sind jetzt hier im Mediamarkt. Ja, was? Ach, überrasch mich. Was? Ey, aber übertreib nicht, bitte. Ich habe schon so viel Geld für dich ausgegeben, Alter. Ja, ich will nur eine Handyhülle. Nur eine Handyhülle? Ja. Okay, aber was denn für eine Handyhülle? Eine pinke. Eine pinke Handyhülle? Ja. Nicht in die Apple-Abteilung. Warte, ich will mir... Ey, warte mal, das ist ein iPhone 15. Nein, ich will mir nur kurz angucken. Ja. Ey, warte mal, Bro, iPhone 15 Pro Max, wie das willst du haben? Das kostet 2.000 Euro. Ah, wem interessiert's?
Ey, Alter, ich werde arm, Alter. Ja, trotzdem. Ey, willst du jetzt wirklich ein iPhone haben? Ich möchte ein iPhone 15 haben. Oh mein Gott. Ey, Leonzie, du machst mich kaputt, ey. Ich sag dir ehrlich, aber okay. Ich würde sagen, komm, wir fragen mal hier eine Mitarbeiterin. Darf ich einmal bitte das iPhone 15 haben? Okay, ich guck mal gerade nach, ob wir das auf Lager haben, ja? Ja. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, danke schön. Ey, bitte haben die das nicht auf Lager. Bitte, 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 bitte. Nein! Ey, Leonzie, Alter. Ah! Ey, es gibt keine Nackenschelle. Es gibt nur kein iPhone da. Ich hab was gefunden. Nein, wirklich? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh nein, ihr habt es wirklich auf Lager. Oh mein Gott. Ja, du bist arm! Oh mein Gott, Leonzie, das ist iPhone 15. Okay, dann gehen wir mal zur Kasse, ne? Ja! Okay, let's go. Mann, Alter. Oh. Ey, Leonzie, ich sagte, jedes Mal machst du mich arm, Alter. Mir egal. Aber Leute, wir sind hier übrigens im Mediamarkt in Ludwigshafen. Ihr seht es mal hier eingeblendet. Ich werde dann auch mal gleich ein Bild für die Seite machen auf Instagram. Ihr müsst alle mal liken. Seht es jetzt gerade eingeblendet. Auf Ehre, Leute, dass hier der Mediamarkt auch mitmacht. Okay, einmal hier das iPhone 15. Oh mein Gott. Ey, Leonzin, Mann. Boah, Alter, Leute. Das ist auf jeden Fall die ganz kleine Speichergröße. Selbst die kostet schon so viel. Richtig krank. Würde ich sagen, Leute, auf geht's mit der Karte. Let's go. Oh mein Gott, Leute, das iPhone ist bezahlt. Eieiei, Leonzin. Viel Spaß damit. Dann nehmen wir hier die Tüte. Okay, danke, ne? So, Leonzin, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zu Smith Toys und 20 Kilo Slime holen. So, Leonzin, wir sind jetzt extra zum Smith Toys gefahren, Leute, über eine halbe Stunde. Glaubst du, das reicht für den ganzen Schleim, das hier? 20 Kilo auf jeden Fall. Ja, 20 Kilo, okay. Guck mal, hier gibt es ein Kilo. So, Leute, Leonzin verliert hier gerade die Ware. So, Leute, schaut mal, Leonzin kann das kaum noch tragen, weil das so schwer ist hier. So, Leonzin, wir sind jetzt auch noch mal hier in der Autoabteilung. Hier wolltest du auch noch mal hin. Du darfst jetzt noch schnell ein Auto aussuchen, innerhalb von 30 Sekunden. Also schnell, 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 Okay, Boxauto. Okay. Ja, Boxauto. Boxauto? Autoscooter von der Kirmes? Ja. Okay, Leute, Autoscooter. Ich nehme noch eins. Noch eins? Nee, du musst dich entscheiden, Leonzin. Den Bugatti? Okay, dann nimmst du eher den Bugatti, der ist doch krasser, oder? Ja. Okay, Leute, wir haben das Ganze bezahlt. Und zwar, hier seht ihr es, 218. Komm jetzt, du alter Opa. Ey, Alter, ich bin kein alter Opa. Alter, Leute, schaut euch das mal an. Überall der fette Schleim. Leonzin, wir machen jetzt alle auf, machen ganz fetten Schleimklumpen, okay? Ja. Oh mein Gott, Leute, ey, das wird ehrenlos. Der wird so fett sein, dieser Schleimklumpen. Du wirst den Schleim über deinen Kopf kriegen. Nein, du wirst ihn über deinen Kopf kriegen. Nein, du. Oh mein Gott, Leute. So, Leonzin, wir haben es geschafft, Alter. Alle Schleimdinger ausgepackt. Und jetzt machen wir daraus einen riesen Schleimhaufen. Boah, Alter, das ist ein richtig geiler Regenbogenschleim, Leute. Ich würde sagen, Leonzin, lass mal hier auf diese Stelle einfach alles genau drauf machen. Alter, Bro, ist das geil. Wir machen alles auf einen Haufen. Boah, Leute. Okay, okay. Wow, boom. Leute, habt ihr schon mal so viel Schleim gehabt? Ich glaube nicht. Hey. Deine Hände tun weh vom Mischen. So, Leute, wir haben auf jeden Fall... Wow, Alter, Leonzin ist in den Schleim gejumpt. Wir machen es so, wir machen jetzt einmal ein kurzes Battle. Wir müssen kurz jemand Fremden das dazu bekommen, Burger Pommes zu schreien. Und, der es schafft, schneller einen zu bekommen, der ist der Gewinner und der andere muss sein Gesicht da reindrücken. Wer ist zuerst da? Zuerst? Ja, komm, wir machen mal, versuch mal direkt hier. Let's go! Okay, Leute, das war schon mal eine Niete. Mensch, Leonzin, du musst dich beeilen. Schnell, 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 deine Zeit läuft. Entschuldigung. Kannst du mal bitte Burger Pommes schreiben? Was kann ich? Schreib mal bitte Burger Pommes, bitte. Burger Pommes? Ja. Was passiert denn damit? Dann hat er schon mal einen ersten Punkt. Dann muss er sein Gesicht da reinstecken. Wer? Ich? Nein, er. Ich. Ja, Burger Pommes. Wow, Burger Pommes, du hast es geschafft, danke. Leonzin. Danke. Oh mein Gott. Ey, Alter, warte mal kurz. Jetzt habe ich noch kurz Zeit eigentlich, ne? Oh. Ich habe jetzt auch noch eine Chance. Okay, Leute, meine Zeit läuft ab jetzt. Okay. Hallo. Hallo. Hi, sorry. Oh. Nein, kannst du kurz Burger Pommes schreien auf Ehre, bitte? Nein. Ja, Burger Pommes. Let's go, Ehrenmann. Ich habe schneller geschafft. Ich prank jetzt mal Lukas. Ich sag ihm, da ist eine Ameise. Ja, komm, und dann stecke ich einfach sein Gesicht da rein. Okay. Was ist das? Ey, hier ist eine Spinne. Wo ist eine Spinne? Komm hier, schau, komm her. Was? Ganz nah. Ah, ey, Leonzin. So geht das nicht hier.
Du hast dich pranken hier, ne? Du musst dein Gesicht da reinstecken. Oh! Jetzt du auch! Ja, komm, ich mach auch auf Ehre. Okay, jetzt fahren wir zur Kirmes, Lukas. Zur Kirmes? Ja. Oh mein Gott. Ey, da kann man so viel Geld wieder ausgeben. Nicht ausrutschen hier und die, pass auf. Auf zur Kirmes! Leontina hat jetzt auch noch den restlichen Schleim hier reingemacht. Oh. So, Leontina, jetzt fahren wir mal da geradeaus. Hey, hey, hä? Pommes! Hä? Ja, das ist McDonald's. McDonald's, lass mal da hinfahren. Willst du da hin? Ja. Willst du Burger Pommes fetzen? Ja. Ah, okay, komm, Burger Pommes! Burger Pommes! Ja, Mann, let's go, Leute! So, Leontina, jetzt gehen wir in McDonald's rein, ne? Wir bestellen aber nicht ganz normal, wir bestellen alles. Alles? Alles. Hä, wie alles? Alles. Ey, wie? Alles, was es auf der Karte gibt. Was? Oh mein Gott, ich dachte, wir gehen hier ein bisschen entspannt essen für 20 Euro. Nein. Okay, also erstmal willst du jetzt alle Burger, oder was? Alle Burger. Alle Burger. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache das jetzt hier mal mit Leontin. Ihr seht gleich unsere Bestellung. Ey, Leontin, du hast mir Shops genommen. 92 Euro. Warte. Ja. Da fehlt noch was. Was fehlt da noch? Alter, das Eis. Nein. Ich glaube, die Eismaschine ist kaputt. Ah, nee, der Cookie. Zwei. Okay, zwei Cookies noch. Leute, wir haben jetzt jeden Burger, den es auf der Karte gibt, eben einmal. Und zwar, ihr seht, oh mein Gott, Digga, alles. Leute, alle einzelnen Produkte. Ich würde sagen, ich bezahle das jetzt mal. Let's go. So, Leontin, die ganzen Burger sind da, Leute. Das ist jeder Burger auf der McDonald's-Karte. Bruder. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Burger-Pommes-Turm, oder? Burger-Pommes! Und weißt du, was beim Burger-Pommes-Turm ganz wichtig ist? Man muss immer das oberste beiseite machen. Wegmachen. Und dann immer den nächsten Burger drauf und dann macht man einen Burger-Pommes-Turm. Dann hat man nämlich den riesen Burger-Pommes, Leute. Und jetzt kommt der nächste Burger. Nehmen wir mal den hier jetzt. Warte, ich beiß einmal rein. Boah, Leontin fetzt sie richtig weg. Und jetzt draufhauen. Die nächste Schicht auf den Turm. Let's go. Und jetzt das oberste wieder runter. Und jetzt die nächste Schicht für den Burger-Pommes-Turm. Let's go. Big Mac gegessen. Echt? Noch nie ein Big Mac? Nein. Jetzt isst du eine riesen Big Mac Burger Pommes. Leute, die Schicht kommt ja auch noch drauf. Zack. Und Leute, wir haben jetzt den fetten Burger Pommes Turm. Okay, Leontin, schaffst du es, den komplett wegzufetzen, den Turm? Boah, Leontin, Alter, der ist größer als dein Kopf. Let's go. Alter, wie schmeckt der? Boah. Leute, der riesen Burger Pommes Turm. Wie war der? So Leute, ich habe jetzt auch einen richtig geilen Burger-Pommes-Turm gemacht. Ihr seht es hier und Leontin fetzt jetzt auch gerade schon Cheeseburger weg. Und wir haben ja auch ein paar Zuschauer getroffen. Was geht, Jungs? Burger-Pommes! Ja, Mann! Let's go! Und jetzt wird der Burger weggefetzt. So, Leontin, ich hoffe, es hat geschmeckt. Alter, wir haben alles aufgegessen. Wie war's? Lecker. Richtig geil, oder? Wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Lukas, wir gehen jetzt zum Messe und alle Preise gewinnen. Was? Auf der Kirmes alle Preise gewinnen? Ja. Boah, Alter, das auch noch. Bro, das sind richtig teuer, Leontin. Dann gibt es eine Überraschung, wo wir noch hingehen. Oha, okay. Da bin ich mal gespannt, Leute. Okay. Ich zeig dir mal ein Logo. Miau. Hä? Wie? Miau, miau. Miau? Okay, ich glaube, da müssen wir noch mal drüber reden, Leute. So, Leontin, wir sind jetzt auf der Kirmes. Burger-Pommes, Leute. So, Leute, Leontin will hier direkt 25 Pfeile haben. Ich würde sagen, wir machen das direkt mal hier. Bemühe dich auf jeden Fall, dass du gut triffst hier, ne? Wow, der erste ist schon mal runter. Ja. Soll ich auch mal machen? Ja, ich treffe auf Ansage direkt. Guck. So, Leute, Leontin, ich gewinne hier für dich. Okay. What? Bin gut, ne? Oh, da waren richtig viele. Let's go, Leontin. Soll ich dir runterhelfen oder geht's? Perfekt. So, Leontin, was machen wir als nächstes? SpongeBob! Oha, hier gibt's wirklich einen SpongeBob. Geil, okay. Bist du SpongeBob-Cube, ne? Okay, dann müssen wir jetzt erstmal kurz Geld wechseln. So, Leontin, wir haben jetzt ganz viel Geld gewechselt. So, machen wir hier schon ein paar Reihen davon. Let's go. Und mal schauen, ob wir es schaffen, den SpongeBob zu bekommen. Oh, aber nur den SpongeBob, nicht diesen roten, der ist komisch. Nur den SpongeBob. Du musst noch bis nach hinten. Okay, erster Versuch, Leontin. Ah, let's go. Leute, ich hoffe, Leontin schafft es zu gewinnen. Und let's go, Leute. SpongeBob gönn, Bruder. SpongeBob gönn. Oh.
Ich versuche einmal den SpongeBob hier. Oh, Leute. Gönn, Bruder. Nein. Nee, der gönnt nicht der Automat. Wir müssen zum nächsten gehen. Mit hier Pokémon, Minions. Ja. Leute, ich hoffe, Leontin schafft es auf jeden Fall, weil sonst werde ich richtig arm hier. Leontin will alle Preise gewinnen. Ah, nee, ich glaube, der nicht. Warte mal, wir versuchen mal den anderen Pikachu. Und... Ach, Mann, ey. Oh, Leute, vielleicht gönnt sie jetzt mal. Nee. Ey, Mann. Der Automat ist Scam. So, Leontin, jetzt machen wir Huggy Wuggy, Leute, weil ich glaube, das könnte besser funktionieren. Die Kralle ist kleiner. Und... Ah. Oh. Oh. Wir müssen für dich unbedingt auf Preise gewinnen. Ja. Ja. Ja, perfekt. Oh, der war perfekt. Hier, die letzten Münzen, Leontin, da sind schon mal die ersten 20 Euro hier weg an den Greifautomaten. Leute, wir wollen unbedingt Regenbogen Huggy Wuggy. Ah, schade. Und gönn's. Okay, Leute. Leontin ist richtig sauer. Beruhig dich, Leontin, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich, Leontin, warte kurz. Ey, wir haben noch zwei Versuche. Wenn der jetzt nicht klappt, ich spüre. Komm, der klappt, Leontin. Vielleicht gönnt er. Ach, Mann, ey. Ja. Boah, der liegt echt gut, ne? Man weiß noch nicht, was das ist, aber ich versuch's mal. Ja, der muss eigentlich klappen, ne? Ja, wenn er nicht klappt, dann ist es halt... Hä? Das kann nicht sein, oder? Ey, Mann, das gibt's nicht, oder? Ja. Ey, Leute, komm, wir machen mal weiter mit den nächsten Preisen. So, Leontin, jetzt sind wir hier beim Dosenwerfen. Ich würde sagen, wir machen direkt mal 9 Bälle, bitte. Okay, gib alles. Okay. Und. Oha! Let's go, Leontin. Und. Boah, der war richtig krass. Alter. Jetzt kannst du, glaube ich, gleich besser zielen. Warte, warte, warte. Oh! Alter, der war geisteskrank, Leontin. Let's go. Oh mein Gott, ich glaube, du. Oh mein Gott, der räumt ab, glaube ich, Leute. Und. Oh! Was, Alter? Ja, nice. Ja. Komm, die letzten. Die schaffst du auch noch. Boah, ey, mit den nebendran war das aber wirklich alles abgeräumt. Dann hol dir mal hier 3 Sachen. So, was nimmt dich, Leontin? Ja. Okay, let's go. So, Leontin, was machen wir jetzt? Du tust mir schon leid. Wieso? Jetzt kaufst du mir entweder einen Hundewelpen. Hä? Oder einen Katzen. Was? Ey, übertreib nicht, Leontin. Wirklich jetzt? Ja, wirklich. Oh mein Gott. Und ich werde eins von beiden dann packen. Was? Ey, Alter, okay, Leute. Dann gehen wir mal wahrscheinlich zum Tierheim. So, Leontin, wir sind jetzt angekommen. Du hast ja gesagt, du willst unbedingt einen Hundewelpen, oder? Ja. Boah, Leute, wir sind jetzt hier angekommen und zwar, ihr seht es hier, Tierheim Mannheim auf jeden Fall. Wir gehen jetzt gleich mal rein und schauen mal, was die für krasse Hunde und Welpen haben und Süße und so weiter. Ja. Hey, aber Leute, ich muss echt sagen, boah, ich hoffe, deine Eltern erlauben das dir, dass du jetzt einen Hund hast, ne? Was denkst du? Ich glaube, ja. Glaubst du, ja? Okay, Leute, let's go. So, Leute, hier ist auch schon eine Katze, die hier rumläuft. Und da hinten auch schon ein paar Hühner einfach. So, Leute, jetzt werden hier die Katzen das erste Mal... Ja, die haben AA gemacht, Leontin. Jetzt werden hier das erste Mal freigelassen. Die wurden hier gerade gerettet. Oh, guck mal. Oh, die sind richtig verängstigt. Schau mal. Oh, guck mal, Leontin, die Katze will zu dir hier. Hi. Die ist jetzt mein Burger-Pommes-Bruder. Burger-Pommes-Bruder. Das ist unfair, die haben ein größeres Zimmer als meins. Ja, Leontin, willst du hier einziehen? Nein. Oh, guck mal, wie süß so. Oh. So, Leute, Leontin bekommt jetzt hier die Katze. Komm, Leontin, wir gehen mal zusammen rein. Komm. Jetzt lernen wir Taco kennen. Oh, Leontin, du hast jetzt Taco. Taco, hallo. Leontin hat jetzt hier seine Katze und Leontin. Wenn die Leute auch auf jeden Fall Tiere möchten, dann unbedingt hier im Tierheim Mannheim. Da gibt es ganz viele Tiere, die auf ihren Besitzer warten. Und ja, vielleicht willst du nochmal so ein Foto machen hier mit Taki, Taco. Was für Takis? Taki ist was anderes, ja. Heute, Leontin lernt jetzt hier gerade Taco kennen. Oha, guck mal, Taco ist richtig krass hier unterwegs. Oh, jetzt ist hier schon ein bisschen schwindelig bestimmt, oder? Oh, guck mal, jetzt sind die andere auch. Oh. Oh. Oh, guck
aber die will das jetzt hier in den Tunnel reinziehen. Boah, Taco, Leute, schreibt alle Tacos der coolste in die Kommentare. Boah, guck mal, Leontin ist sogar eine Schlange einfach mal. Boah, Leute, Leontin bekommt jetzt hier einfach eine Schildkröte. So, Leute, wir sind jetzt hier raus aus dem Tierheim und Leontin hat jetzt Taco bekommen. Leute, Taco ist schon im Kofferraum. Ich hoffe, deine Eltern werden das erlauben, ne? Ja. Ja, wir werden es sehen. Aber Leute, es war ein krasses Ende. Auf jeden Fall lasst ein Like da, kostet das Abo. Bis dann, ciao, ciao.